So Mädels, heute sind mal wieder Gebrauchtwagen angesagt. Dieser Golf GTI kostet knapp unter 15.000 Euro, hat 211 PS, ist ein richtiger Kracher. Diese beiden Fahrzeuge kosten ebenfalls knapp unter 15.000 Euro, haben aber mehr Leistung. Die Frage ist nur, welches Auto kaufen? Genau das klären wir heute ab. Das Duell der Kompaktklasse-Kracher. Opel Astra OPC gegen Renault Megane RS versus Golf GTI. Alle drei sind gebraucht, 7 bis 8 Jahre alt und fast 250 km/h schnell. Zuerst der gebrauchte Golf GTI aus 2011. Mit 211 PS der schwächste im Trio. Rund 100.000 Kilometer ist der GTI der 6. Generation gelaufen. Preis für den Wolfsburger 14.000 Euro. Der ist der Begründer der Klasse, der ist der Platzhirsch. Und deswegen müssen wir den als erstes angucken. Und der Markus, der verkauft gerade einen, ne? Servus, Matthias. Tagchen. So, was haben wir da für ein Auto? Ich finde, wenn man so ein bisschen wegtritt, ne, der leuchtet richtig. Den habt ihr richtig schön aufpoliert. Dieser GTI steht bei einem kleinen Händler im bayerischen Kaufbeuren. Vor 8 Jahren hat der sportliche Golf rund 28.000 Euro gekostet. Jetzt hat sich der Preis halbiert. Fragt sich nur, ist der GTI noch die geforderten 14.000 Euro wert? Der ist immer gepflegt worden von den Vorbesitzern. Also mit dem Staubsauger konnten die Herren schon umgehen. Ja, nicht nur Staubsauger, da ist auch mal gewischt worden, ne? Ja, kommt auch mal vor. Zwei Vorbesitzer. Was sind das für Leute? Oh, in meinem Alter. Okay, also Heizer. Nein. Ganz vernünftig, natürlich. Was willst du denn für das Auto haben, sag mal? 14.000. 14.000. Wenn ich jetzt Diet Müller wäre, ne, würde ich sagen, okay, 12,5 und wir gucken mal weiter. Ja, 12,5 wäre ein bisschen knapp, da müsst ihr noch ein bisschen was drauflegen. Okay, also 13. Ja, fahren wir erstmal. Fahren wir erstmal, dann sehen wir weiter. Okay. Du fährst? Ja, klar. Kommst mit? Ich komm mit. Logisch. Grip-Testfahrer Matthias Malmedy macht den Performance-Test. Was kann der GTI nach 100.000 Kilometern noch auf der Straße? Ist er noch stramm oder schwächelt er? Ja, Sound brauchen wir nicht viel drüber zu verlieren. Ne? Ich meine, das ist jetzt kein mega krasser Sound. Ortsausgang, würde ich sagen, schalten wir mal einen zweiten. Von 0 auf 100 geht es in 6,9 Sekunden. Da geht die Hand schon rüber zum Griff beim Markus. Laut Werksangabe bleibt der Verbrauch unter 7 Liter. Das ist eine Rechtskurve da. Ich sehe, dass da eine Rechtskurve ist. Das muss man noch mal sagen. Also, der hat diese elektronische Differentialsperre drin, XDS. Genau. Das merkst du in der Kurve, du gehst ans Gas und das Auto zieht sich noch mehr rein. Hast du das gemerkt, wie der reingezogen ist? Das war echt krass. Ja, ich war gerade ein bisschen, hab Angst um mein Auto gehabt. In der Spitze geht der GTI 240 km/h. Das ESP kann man bei diesem Fahrzeug nicht ausschalten. Du kannst das ASR ausmachen. Das heißt, die Vorderräder dürfen ein bisschen durchdrehen. Aber das ESP, die Schleuderhilfe sozusagen, der Schleuderverhinderer, der ist immer mit an Bord. Das hier ist ein Auto, mit dem kommt jeder klar. Und deswegen will es auch jeder haben. Das stimmt, ja. Alles schaltet sich weich, fährt sich sauber, weich, schöne Übergänge, alles dabei. Aber hat Druck. Und 6-Gang-Schaltgetriebe ist natürlich auch nicht schlecht für längere Strecken. Der Platzhirsch unter den Kompaktklasse-Rennern bietet einen guten Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort. Der GTI der 6. Generation macht auf der Straße richtig Freude. Aber es gibt auch Schwachstellen. Softlack-Probleme hat auch der hier, Einparkassistent. Ja, da löst sich ab und zu die Beschichtung von den Kunststoffteilen. Das hat VW öfters. Was beim Golf jetzt der Softlack-Abplatz ist natürlich eine bekannte Schwachstelle. Die Frage ist, ob Renault und Opel da besser sind. So einen Knopf gibt es ab 10 Euro beim Online-Händler. Teurer wird es, wenn am Fahrwerk Schäden auftauchen. Radlagerprobleme gibt's auch, ne? Radlagerprobleme gibt's auch, aber bei diesem Modell jetzt hat. Vielleicht hat man schon gemacht, das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Weil das tritt mir so nicht breit unbedingt, wenn man Radlager macht, dann ist es halt so. Ja. Aber jetzt hat momentan keine Probleme, man wechselt nichts aus, was nicht kaputt ist. 4 Radlager kosten rund 500 Euro. Bei diesem Exemplar ist aber alles in Ordnung. Also das ist für ein GTI ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Ja, auf jeden Fall, weil neu kosten die auch ein Schweinegeld. Ja. Und jetzt hat mit um die 100.000 Kilometer, da haben sie das meiste am Wert verloren, aber nicht am Fahrspaß. Hälfte ist weg, aber das Auto ist noch ganz da. Richtig. Das ist der GTI. Die Frage ist, was kann die Konkurrenz? Und die kommt jetzt. Mit dem 2012er Opel Astra OPC. Ein Dampfhammer mit 280 PS.
Wie beim Golf stehen rund 100.000 Kilometer auf der Uhr. Der Preis liegt unter 15.000 Euro. So, Freunde, jetzt sind wir in Friedberg und wir treffen hier Felipe. Das Spannende an Felipe ist, dass er sich gerade vor 7 Tagen einen Opel Astra OPC gekauft hat. Er weiß also jetzt schon ungefähr, ob er Quatsch gekauft hat oder ob es gut ist. Buongiorno. Ciao, ciao. Alles gut? Super, mir geht's sehr gut, danke. Der OPC ist mit 250 km/h Spitze der schnellste in unserem Trio. Der teuerste war er auch. Neupreis 35.400 Euro. Nach 7 Jahren hat der böse Opel über die Hälfte an Wert verloren. Matthias will mit Neubesitzer Felipe herausfinden, ob das eine gute Investition war. Der Opel wurde auf der Nordschleife getestet. Schließlich steht das Kürzel OPC für Opel Performance Center, der Rennsportabteilung der Rüsselsheimer. Warum den OPC? Ich habe ein Sportauto gesucht. Was bist du vorher gefahren? Vorher eine S3 gefahren. Du bist ein S3 gefahren? S3 gefahren. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ja, das ist mein OPC, den will ich haben? Die Farbe, blaue Farbe. Die Farbe? Die Farbe habe ich geguckt und habe gesagt, oh, das Auto will ich haben. Diese Blut-Brasilianer, ich mag so verschiedene Farben. Okay. Das bringt eine gute Atmosphäre. Bisschen was Besonderes. Bisschen was Besonderes, genau. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Felipe weiß, was er sich da gekauft hat. Also der OPC ist schon wirklich sportlich. Also wer Motorsport haben möchte, der muss auf jeden Fall den OPC nehmen. Im Vergleich zum Golf liegt der Opel deutlich tiefer, liegt mit 10 km/h mehr im Topspeed vorne und kommt mit seinen großen Brembo-Bremsen schneller zum Stehen. Der Opel sieht nicht nur sportlich aus, er kann auch was. So, Felipe, dann wollen wir mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, ne? Also wir gucken mal hier vorne. Da sind schon ein paar Steinschläge. Ne? Hier ist was, da ist was, da ist was. Das zeugt jetzt nicht unbedingt von Rennstrecke, aber es riecht so ein bisschen danach. Ne? Vor allen Dingen, wie das Auto insgesamt so gemacht ist. Da auch wichtig das Thema Bremse. Die hat ordentlich schon Riefen. Da ist ein kleiner Grat dran. Die Brembo-Bremse ist mega. Schöner Druckpunkt. Aber du siehst daran, wie der abgefahren ist, dass die auch Abnutzung hat und hart rangenommen wurde. Also er ist damit auf der Rennstrecke gewesen. Was schätzt du denn, was das kostet? Gute Frage. Steht 500? 1000. 1000 Euro. Scheiben und Klötze vorne, nur Vorderachse, kostet 1000 Euro. Das habe ich nicht gewusst. Ja, ein bisschen fahren kannst du noch. Zum Vergleich, ein Satz Bremsen vorne kostet beim Golf gerade mal 300 Euro. Auch die Kfz-Versicherung langt beim sportlichen Opel kräftig hin. OPC-Besitzer zahlen durchschnittlich 30% mehr als GTI-Fahrer. Der Opel Astra ist im Vergleich gesehen tatsächlich relativ teuer im Unterhalt. Du bezahlst 373 Euro pro Monat. Der Golf ist viel, viel günstiger. Da sparst du übers Jahr gesehen fast 1.000 Euro. Günstiger ist der Golf auch beim Verbrauch. Mit 8,1 Litern Super schluckt der Opel über einen Liter mehr. Dafür ist der OPC schneller, härter und emotionaler. Auf dem Tacho stehen 300. Da drücken sich die kleinen Jungs, die an der Scheibe, wenn der auf dem Parkplatz steht, drücken sich die kleinen Jungs die Nase platt und sagen, Papa, guck mal, der fährt 300. In der Realität ist beim Opel bei 250 Schluss. Die Beschleunigung von 0 auf 100 schafft der Astra in 6 Sekunden. Damit hängt er seinen ewigen Rivalen aus Wolfsburg im Sprint um knapp eine Sekunde ab. Doch bekommt der OPC die Kraft auch auf die Straße? Das sind enge Kurven hier und da merkst du eben, dass das ein Fronttriebler ist. Es ist leicht feucht auf der Straße. Zweiter Gang, wir gehen voll ans Gas. Jetzt bremst. Was ist los? Mein Gott. Traktion ist vorhanden, obwohl es nass ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich überraschend, wie viel Traktion ist. Felipe, was ist los? Ich habe alles. So schnell habe ich noch nie gefahren. So schnell bist du noch nicht gefahren? Es geht den ganzen Tag so weiter heute. Wir sind noch lange nicht im Limit, Mann. Felipe muss leiden. Dank Sperrdifferenzial lässt sich der OPC wie auf Schienen durch die Kurven jagen. Doch eine Sache nervt. Ich habe ein Herz in der Hand jetzt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind hier 47 Knöpfe allein in der Mittelkonsole verbaut. 47 Knöpfe, Opel? Das ist ein bisschen zu viel. Bis jetzt haben nicht alle gelernt, was hier funktioniert. Diese 47 Knöpfe im Opel, das ist schon wirklich der Overkill. Da ist der Golf viel, viel aufgeräumter. Allerdings hat der so seine Problemchen mit dem Softlack. Die Tasten im Opel sehen auch nach 7 Jahren immer noch total entspannt aus, alles sauber. Allerdings dieses Pixel-Display da in der Mitte, das ist schon ganz schön oldschool. Wer Sport will, ist beim Astra OPC richtig. Dafür gehen Verschleißteile, Versicherungsprämien und Spritverbrauch richtig ins Geld. Da ist der GTI um einiges günstiger. In unserem Trio ist das hier der stärkste,
der schnellste auf 100, der schnellste in der V-Max, der teuerste in der Neuanschaffung, aber er liegt genau im Budget unter 15.000 Euro und damit ein echtes PS-Schnäppchen. Das habe ich gut gekauft. Guter Kauf. Zum Schluss der Renault Megane RS von 2011. Mit 250 PS liegt der Franzose zwischen Golf und Opel. Er hat 63.000 Kilometer auf dem Tacho. Unser Exemplar ist mit 13.900 Euro beim Händler inseriert. Erwin, Tachchen. Grüß dich, Matthias. Wir haben telefoniert, ne? Ja, richtig. Alles cool? Alles cool bei dir? Schön, hast du ihn hingestellt. Der Megane RS ist die französische Alternative zum Golf GTI und hat 39 PS mehr Leistung. Optisch setzt der RS auf Sportlichkeit. Der Neupreis lag bei 27.500 Euro. 8 Jahre später kostet der RS nur noch die Hälfte. Dann gucken wir uns das Auto mal an. Also Motorhaube, Steinschläge kontrollieren. Da ist wirklich für die Laufleistung 60.000 Kilometer, sagst du? 60.000. Wirklich, sieht richtig gut aus. Im Vergleich zum Golf hat der Megane tatsächlich 40.000 Kilometer weniger auf der Uhr. Da kriege ich für meine 14.000 Euro definitiv das frischere Auto. Bei den Bremsen gibt es häufiger mal Probleme, ne? Bremsen wurden vor 5.000 Kilometer erneuert. Kein Grat, kein gar nichts. Die Reifen allerdings 1 mm noch bis zur Verschleißgrenze. Was machen wir denn da? Die werde ich dann, bevor ich das ausliefere, wird es erneuert. 4 neue Reifen kriege ich. 13.850 plus 4 neue Reifen. Genau. Dann gehen wir einmal drumherum. Die Felgen sehen gut aus und haben auch keine Katscher, sehe ich. Nee, haben wir nicht. Also der Mann oder die Frau, der Vorbesitzer, konnte einparken. Problem bei dem Auto, die hohe Ladekante, ne? Richtig. Kiste Wasser musst du richtig hochheben und dann richtig tief wieder runter. Das geht auf den Rücken. Nicht gut, aber so ist das halt bei den Sportkisten, ne? Der Golf ist im Vergleich zum Franzosen alltagstauglicher. Dagegen bietet der RS viele optisch nette Details. Wie eine 12-Uhr-Markierung am Lenkrad, die dem Fahrer zeigt, wann seine Räder gerade stehen. In Sachen Komfort hat der VW die Nase vorne. Man muss schon sagen, im Renault und im Opel ist es hinten ein bisschen enger als im Golf. Liegt natürlich daran, dass es 3 Türer sind. Gibt es auch nicht als 5 Türer. Es ist wirklich tatsächlich so ein bisschen das Sportcoupé-Thema. Den Golf gibt es als 5 Türer, deswegen ist da hinten richtig viel Platz. Du kannst da auch zu 5 mal eine Tour mitmachen. Das würde ich mit den beiden anderen, ja, keine Ahnung, 200 Kilometer geht schon, aber weiter muss man mit denen nicht fahren zu viert. Dann würde ich mal sagen, wir machen eine Probefahrt, oder? Was sagst du? Können wir gerne machen. Kommst du mit? Ja. Okay, einsteigen. Der Megane RS ist selten ein Exot auf deutschen Straßen. Der 6-Gang-Franzose lässt sich knackig schalten. Wie im Opel sorgt ein mechanisches Sperrdifferential für eine super Traktion. Wenn du da durchbeschleunigst, da geht richtig die Musik ab. Und er klingt auch gut. Er klingt wirklich gut. Also er klingt, sodass du weißt, ich habe den Sport-Megane. Aber es ist nicht so, dass du dir denkst, so, boah, ist das am Brummen, ist das am Bollern oder sonst irgendwas, dass es irgendwie auf Langstrecke nervig wird. Gerade mal 1400 Kilo treffen auf 250 PS. Nettes Gimmick aus dem Motorsport, der Schaltblitz im Drehzahlmesser zeigt den idealen Zeitpunkt des Gangwechsels an. Der hat, wenn ich in den Drehzahlbegrenzer komme, piepst er mich einmal an und sagt, hier, Matze, schalten. Ah, nochmal. Ja, piep, und dann kommt der Begrenzer, piep, wenn du nicht schaltest. Aber das ist genial. Optisch und akustisch macht der Megane RS auf Motorsport. Doch wie schaut es in Sachen Beschleunigung aus? ESP einmal ausmachen. ESP deaktiviert. Boah, da sind die 100. Also das ist richtig kräftig, ne? Das ist richtig. Also der macht auch richtig Laune. Das ist eine Turboflitsche vor dem Herrn. Der reißt an der Vorderachse. Auch ein Grund dafür, dass die Vorderreifen abgefahren sind. Aber das macht richtig Laune. Da kriegst du richtig das Grinsen ins Gesicht mit den 250 PS. Das ist ein richtiger Kracher. Das Ding reißt an, ist viel dynamischer als der Golf. Der Golf ist jetzt auch nicht irgendwie so eine müde Krücke. Ja? Das reicht in jeder Situation vollkommen aus. Aber der RS ist definitiv sportlicher. Aber nicht nur von 0 auf 100 geht der Megane besser. Laut Werksangabe in 6,1 Sekunden. Das ist knapp eine Sekunde schneller als der GTI. So, haben wir freie Bahn? Ja, wir haben freie Bahn. So, 4. Gang 130, 140, 150. 6.000 Touren, Begrenzer kommt jetzt, ganz sanft, ein schöner kerniger Klang, ne? So ist es. So, wir haben jetzt 200 drauf und gehen in die 6. Welle, der beschleunigt immer noch weiter, 220 haben wir jetzt drauf gehabt.
bremsen noch mal ganz vorsichtig ein bisschen, aber der fährt geradeaus. Das ist super. Das Auto ist fit. Top Speed geht der Mégane RS 245 km/h. Leider ist der Franzose durstiger als seine beiden deutschen Konkurrenten. Der Verbrauch liegt bei 8,4 Litern Super auf 100 Kilometer. Und natürlich kommt dann auch noch der Unterhalt dazu, der bei diesem Fahrzeug ein bisschen höher ist als beim Golf. Der Golf kostet um die 300 Euro im Monat. Der hier hat Fixkosten von 370 Euro. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Das muss man sich auch erstmal leisten können. Bei den Unterhaltskosten sortiert sich der Mégane über dem Golf und unter dem Opel ein. Beim Fahrspaß liegt er aber ganz vorne. Also Leute, noch mal ganz kurz, ne? Ich wusste natürlich, dass RS und das Renault im Speziellen coole Autos baut. Autos, die lustig sind. Aber dass der so lustig ist, dass der so eine Fahrfreude hat, das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Also das ist ein echtes PS-Schnäppchen. Aber welcher gebrauchte Kompakt-Racer ist denn jetzt der beste? Der Renault Mégane RS überzeugt mit cooler Optik und Power. Der OPC ist der kompromisslose Sportler in unserem Trio, aber auch der teuerste. Oder ist der GTI der beste Gebrauchte seiner Klasse für unter 15.000 Euro? Es ist am Ende wahrscheinlich tatsächlich eine Geschmackssache. Der RS ist für mich das fahraktivste Auto. Er hat den besten Motor, das lustigste Gerät ist definitiv der RS. Der OPC ist sauschnell, hat ein mega geniales Fahrwerk, auch die Lenkung mega perfekt. Den meisten Bums, er ist der schnellste, 250 Stundenkilometer. Aber am Ende wird es wahrscheinlich dann doch der GTI werden, weil das Auto ist, was für jeden passt. Der Golf ist der beste Kompromiss zwischen Sport, Alltagstauglichkeit und Unterhaltskosten.